Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Trackmania. Wir sind heute nicht ganz alleine, sondern mit dem reinen LP, sorry. Ist korrekt, hallo. Jo. Genau. Wir sind so ziemlich die einzigen beiden Let's Player, die überhaupt noch Trackmania machen. Deswegen haben wir uns einfach zusammengetan. Genau, ja. Nur um euch zu unterhalten. Wir fangen hier mal an mit Mini-LOL-Tracks. Das ist ja dein Gebiet. Da müsstest du mich Genau. ja abziehen, oder? Hoffen wir es mal. Ich habe wirklich Angst vor solchen Strecken. Ups. Da ist mir viel zu Okay. viel Gebremse. Ich als alter Fullspeed-Hase Ja. weiß doch gar nicht, wo die Bremse ist. Das glaube ich dir sogar. Er hat mich gefreut, dass meine Tipps dir da ein bisschen weiterhelfen konnten. Nee, auf jeden Fall. Das mit der Airbrake habe ich zwar teilweise ab und zu gemacht, aber ich sag mal, mehr oder weniger habe ich es meistens verpeilt. Oder einfach nicht dran gedacht. Ja, na Und an mit der sich Kamera. macht man das echt schon fast an jeder Stelle. Ja. Nee, das wusste ich echt nicht. Gut, ja, benutzt habe ich sie zwar ab und zu, aber dass man das wirklich so oft benutzt, wusste ich jetzt nicht unbedingt. Aber ist halt dann auch wie eine Krankheit. Man macht das, auch wenn man es gar nicht unbedingt muss. Aber man macht es dann. Besser zu viel als zu wenig, also. Und es gibt halt auch Stellen, da möchte man mit den Vorderrädern zuerst aufkommen, weil man dann besser, also früher Bodenkontakt hat. Okay, ja. Weil im Endeffekt, habe ich jetzt auch in deiner letzten Folge gesehen, will man halt immer möglichst viel Bodenkontakt haben. Weil Bodenkontakt ist Beschleunigung. Ansonsten, Airtime ist Bremse im Endeffekt. Das Okay, heißt, ja. wenn du kannst, immer Bodenkontakt halten. Okay. Zwar da konnte man links oder rechts runterfahren in der Folge da, in einer letzten. Ich glaube, das war die erste Strecke davon. Aha. Und dann musste man so springen durch so ein Gitter durch. Und da bist du halt immer ziemlich runtergefallen, mehr oder weniger, und hast nicht versucht, diesen Hügel runterzufahren. Okay, Und ja. dann wärst du da auch öfter hochgesprungen. Ja gut, da merkt man halt die Erfahrung. Obwohl es hier gerade noch nicht so gut läuft, hier. 16. Da bist du ein Platz vor mir. Aber ich konzentriere mich auch nicht, ich quatsch die ganze Zeit. Ja. Vielleicht sind wir noch schlechter als sonst. Ups. Ja, das mit dem Quatschen bei dem Aufnehmen, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Normalerweise halte ich die Klappe beim Fahren, aber dann, ja, das wäre ein bisschen kontraproduktiv beim Folgenaufnehmen. Ja. Nichts mehr zu reden. Deswegen habe ich in der einen Folge bin ich einfach nur gefahren und habe dabei Shisha geraucht. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Das ist ja schon fast kein LOL mehr hier, das ist ja schon Minitech einfach. Ja. Und da, das kann ich nicht. Da ist mir schon öfter aufgefallen, dass auch auf diesem LoL-Server, sage ich jetzt mal, dass da auch relativ viele, ja, Mini-Tracks dabei sind, die gar nicht so LoL sind, sage ich jetzt mal. Ja, mit LOL habe ich angefangen damals, Ja. also 2006. Das ist schon lange her. Jo. Paar Jährchen sind her. Ja, und Bull Racing ist ein Clan. Ist oder war ein Clan, ja. Okay, Wir ist waren, nicht mehr. naja, die Leute gibt's noch und die fahren auch teilweise noch und auch teilweise noch mit dem Clan-Tag, aber machen halt jetzt keine Wars mehr und sowas, also Okay, die Zeit ist okay. over. Aber war Gut. damals seinerzeit erfolgreich auf jeden Fall. Okay, nicht schlecht. Bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den Clan-Tag schon irgendwo gesehen habe. Ja, wenn es nicht gerade solche LoL-Strecken sind, dann sind wir öfter mal in den Dedis vertreten da wahrscheinlich. Okay, Also in den Weltrekorden. ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Erste Strecke ist um, ich bin 21. Alter Scheiße. 21. Oh Gott. Ich hoffe, jetzt kommt was, was man Fullspeed fahren kann.
Ja, zur Not wechseln wir dann auf. Ja, wir fahren erstmal ein paar solche Strecken und Ja. dann mache ich dich zum Affen. Machen wir, kriegen wir hin. Ja, ich meine, jetzt bin ich Erster gerade. Okay, wer macht denn sowas? Ja, das ist dann lol. Ja, das ist eine tolle Strecke. Ups. Was mir aber auch mal aufgefallen ist bei den Local Records, da steht sehr, sehr oft ein gewisser Alex an erster Stelle. Ja, ist ein Aber Hacker. auch mit, ja, mit Zeiten, die einfach nicht machbar sind. Das war jetzt gerade, ich glaube, bei der letzten Folge war das, da waren, glaube ich, drei Strecken, oder bei den letzten Folgen. Da waren, glaube ich, drei Strecken oder so, wo er auf dem ersten Platz war und auch wirklich mit so Zeiten von ein paar Sekunden. Ja, normalerweise sollte die mal einer löschen, aber anscheinend kümmert sich keiner um den Server hier. Nice time, nice time. Da fahren Leute Delis. Ja? Gar nicht drauf geachtet. Oh, ich bin gerade ganz gut. Naja, so Fünfter. Was, wie fehlt denn der 11? 2,5 Sekunden. Ah! Ja, manchmal frage ich mich das auch, wie man die Zeiten fahren kann. Gut, ich bin halt auch noch mal ein bisschen anders vom Fahrerischen können. Ja, man kann halt hier entweder immer links-rechts fahren oder man fährt halt irgendwie schräg, komplett. Ja, Sodass das man versuche ich sich nicht gerade. neu ausrichten muss. Und ich weiß nicht, bin bis jetzt links-rechts gefahren, aber ich weiß nicht, ob das das Beste ist. Runtergefallen. Es wird doch nichts. Wir machen mal ausnahmsweise hier die anderen Leute an. Alter, sind hier viele. Vor allem so viele Motorgeräusche höre ich ja meine eigenen gar nicht mehr. Ja, das könnte auch gehen. Okay, dann zuerst rechts, dann links, dann rechts, dann. Okay. Was ich auch immer mal mache, ist auf Kamera 7 wechseln, dann sehe ich die Map nochmal von oben. Okay. Und dann Ups, kann ich das war nicht so schön. aussehen. Okay, ich muss die Leute wieder ausblenden. Das verwirrt mich nur. Weil wenn der das zweimal schafft, dann schaffen wir das auch nachher. Nee, das war nichts. Ja, ich sag mal, die zwei YouTuber, die ich noch kenne, die Trackmania zocken oder gezockt haben, mehr oder weniger, die fahren auch immer ohne andere Spieler im Bild zu haben. Sind das kleine YouTuber oder große? Einmal, ich weiß noch nicht, der zockt das glaube ich nicht mehr, der hat es vor einem Jahr oder so mal wieder gezockt, das ist Vulvarus. Ja, habe ich schon gehört. Der hat, ja, der, da sind eigentlich recht viele mitgefahren von seinen Abonnenten und hin und her. Das ist natürlich cool, Und ich glaube, den hast du sogar auch abonniert, La Bomba. ja. Nee, kenne ich gar nicht. Okay. Dann war das, glaube ich, jemand anderes. Ja, und La Bomba, das ist auch, es ist ein Deutscher, aber der macht amerikanische Videos. Der spielt auch Trackmania. Der macht immer so, ja, Contests, sage ich jetzt mal. Er fährt eine Strecke und die anderen müssen ihn toppen dann im Nachhinein. Und eine Woche später kann dann jeder das Replay hochladen und alle, die schneller sind, die werden dann eingeblendet sozusagen. Oh, das ist ganz cool. Die Pizmeet-Jungs machen halt auch noch Trickmania Turbo, aber. Genau, die, ja, die, das habe ich mir gerade heute mal wieder ein Video angeguckt. Da ist vorbei. Ja, ich bin zumindest Zehnter. Mit Schrägfahren. Also war in Ordnung.
NTGG. Oh, ja. All Caps natürlich. Aber Trackmania Turbo ist halt auch nicht so geil geworden, Mann. Ich meine, ich habe alle Teile, alle Trackmania-Teile. Wir könnten aha jetzt Trackmania United Forever fahren, was wir hier gerade machen. Oder Trackmania 2 Stadium oder Trackmania Turbo. Habe ich alles installiert. Okay. Aber Turbo ist halt einfach nicht so geil. Okay. Ja, ich wollte es mir eigentlich holen, ich habe aber im Prinzip den Start verpasst und dann... Ja, lohnt sich nicht. Okay. Gut zu wissen. Und dann eher TM2 Stadium. Weil da ist zumindest, glaube ich, ein bisschen mehr los als hier in Forever. Okay. Da sind halt ein paar neue Streckenteile und so, aber lohnt sich auch nicht unbedingt, wenn man jetzt nicht so mega viel fährt. Ja, ja. Ja, ich bin früher, sage ich jetzt mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, bin ich Trackmania 2 Canyon gefahren. Hm. Da bin ich sogar, ja, was heißt Clan? Du kennst ja wahrscheinlich N-Faculty. Hm. Da war ich dort mit einem Arbeitskollegen zusammen, da haben wir sozusagen einen kleinen Trackmania 2 Clan gehabt, wo wir eigentlich auch mal Rennen fahren wollten und so und hin und her Battles, aber da ist es nie dazu gekommen. Bei Anfac? Ja. Hm. Hatten die nicht immer schon Trackmania Squad? Nee, wir haben sozusagen eine kleine Gruppe aufgemacht mit ein paar Leuten, aber da kam es auch nur zu ein, zwei Trainingsstunden und dann war es schon wieder vorbei. Mhm. Also eigentlich nichts Richtiges. Ich dachte, Anfac hatte immer schon mal ein paar Leute. Ich glaube, da gab es auch welche, die United Forever gezockt haben, oder? Ja, das bestimmt. Also ja, als Canyon kam, sind halt viele von den Pros, zumindest von den Tech-Pros rüber. Und im Endeffekt war das dann ja auch der Anfang vom Ende. Weil dann sind halt viele dahin, weil das halt das neue Spiel war. Ja, ja. Und weil die Publisher das halt so aufziehen wollten, als wäre es eSports, obwohl es halt... Stadium ist schon der bessere eSports-Titel. Aber die haben trotzdem dann Turniere gemacht in Canyon. Aha. Und dann gehen natürlich die Pros dahin. Wenn du da was gewinnen kannst, dann gehst du dahin, wo es was zu gewinnen gibt. Und ja, dann war die Community da schon geteilt. Und dann kam auch noch Stadium 2, was dann aber das erste Mal Geld gekostet hat, das Spiel. Mhm. Und dann sind da wieder einige hin und manche halt nicht, weil die for free bleiben wollten. Und dann hatten wir eine dreigeteilte Community und dann ging alles den Bach runter. Okay, nicht schlecht. Deswegen hatten viele die Hoffnung, inklusive mir, dass das Turbo jetzt alles wieder ein bisschen vereint, weil es alles drin hat und überall gut ist. Ist aber halt nicht der Fall. Okay, ja. Enttäuschend. Ja, jetzt haben wir vier Teile. Jo. Fantastisch. Kann man auf jeden Fall mehr Geld mit einnehmen als Publisher. Ja. Also die ist gar nicht so scheiße, die Strecke. Aber ich bin jetzt noch nicht gut gewesen, leider. Ich auch nicht so ganz. Ich verhaue immer hier die eine Kurve. Jetzt hat es ein bisschen geklappt, aber trotzdem nur 20. von der Zeit. 16. Ja, ich will es eigentlich mal komplett Fullspeed durchspringen hier, aber... Oh, der letzte Dirt-Part ist halt so dumm einfach, wieso macht man sowas? Dirt ist scheiße. Ansonsten geht die Fullspeed die Strecke komplett. Außer der Dirt Park? Nee, der geht auch, aber der ist halt lucky. Oh ja, ich merk's grad. Komm, jetzt muss ich noch einmal Fullspeed durchkriegen. Das ist bei mir auch immer das Problem. Ich weiß nie anfangen oder generell, ob ich da wirklich Fullspeed oder wo ich bremsen muss und wie und driften oder nicht driften. Weil das war doch jetzt eigentlich ganz gut. Ups, das ist nett. Boah. Komm, einmal schaffen wir noch. Wenn die Uhr schnell klickt hier, jawohl. Okay, wir sind zwar langsam, aber dann schaffen wir es wenigstens Fullspeed.
Bei mir leider mehr. Mann, ich war sogar Erster am ersten Checkpoint. Kick AFKs, please. Wir sind schon 3 Strecken um, wa? Bitte? 3 Strecken sind schon um, oder? Ja, müsste die dritte gewesen sein, ja. Willst du eine Abmod machen? Ist deine Folge. Leute, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und schaut natürlich auch bei Reilem LP vorbei. Genau, wir verlinken die Kanäle jetzt. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Thank you.